Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am 20. Oktober. Einen wunderschönen Sonntag. Verzeiht wegen gestern, war ich nicht bereit. Ich wurde überfallen von meinen Kindern, die plötzlich alle da waren. Und dann hatte ich überhaupt keine Zeit mehr, mit dem habe ich nicht gerechnet, ich habe es nicht gewusst, sonst hätte ich die Energie früher gemacht, aber so kam ich nicht mehr dazu. Also ein sehr freudiger Anlass, warum ich keine Tagesenergie gemacht habe. Jetzt kommen wir aber zum Sonntag. Wir haben universelle Hilfe und wir haben Fremde. Heute brauchen wir unser Haus noch. Und wir liegen am Sonntag im Haus des Zweifel und der Skepsis. Okay. Also, wir haben hier zwar Hilfe, aber vor Fremden, ja, da wollen wir das nicht so haben, sind wir recht skeptisch. Auch der Körper ist Hilfe, dem wir auch nicht trauen, na bravo. Und wir haben hier einen Abschied. Ja, mal gucken. Also, das sagt uns jetzt noch gar nichts. Ein Abschied vom Körper würde ich jetzt nicht raten. Wenn man hier auf Erden noch ein bisschen rumlaufen will, dann wäre der Körper schon ganz recht, würde ich sagen. Also, ja, wir liegen im Haus der Skepsis. Vielleicht verabschieden wir die Skepsis an sich, dass wir uns helfen lassen jetzt. Das wäre eine Möglichkeit, dass wir umdenken, dass wir uns weiterentwickeln und merken, okay, das, was ich früher komplett abgelehnt habe, ist im Teilen vielleicht richtig. Kann ich vielleicht die Vorzüge nützen? Es ist nicht immer alles schwarz oder alles weiß. Das meiste hat etwas Gutes und auch negative Sachen. Und wenn man da sich mal erweitert vom Blick, dann kann man ja das nützen, was positiv wäre. Schauen wir mal. Universelle Hilfe mit Leidenschaft. Also hier ist jemand etwas, was uns wirklich helfen möchte. Der Körper, ja, mein unbekannter Freund, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht auch die Unbekanntheit. Wir haben Skepsis, weil wir so aufgewachsen sind. Der Körper kann sich nicht heilen, das Campus der liebe Doktor und bla bla bla. Wissen wir ja alle. Und vielleicht ist das hier diese Weiterentwicklung, dass wir diesen unbekannten Körper verabschieden, dass wir eben da mal hinschauen, dass Bewegung reinkommt in das, was wir nicht kennen, in den fremden Abschnitten unseres Lebens, da, wo wir uns noch nicht hineingedacht haben und so weiter. Und in den Körper denken sich die wenigsten, besonders die noch nie körperliche Probleme gehabt haben, da ist das eigentlich überhaupt kein Thema. Der Körper ist da, der funktioniert, der läuft, der geht, der springt, je nachdem, und alles ist gut. Man ganz logischerweise denkt man weniger über den Körper nach, also du wärst jetzt ein Sportler, der den Körper wiederum braucht, dann ist es aber meistens auch, nein, will ich jetzt nicht sagen, aber es passiert, dass es dann auch einseitig ist, dass es nur um den Körper geht, um das Laufen, um das Springen, um das was weiß ich was zu verstärken, und der Körper an sich in der Ganzheit wiederum vernachlässigt wird. Ist zwar lang nicht mehr so, wie es früher war, aber ich denke mal, hier ist auch ein Umdenken drin. Wir werden mal gucken, ob ich da recht habe. Und zwar haben wir hier den Partner. Also wir fangen an, hier den unbekannten Körper als Partner zu sehen. Das ist schon mal sehr gut, mit dem man Spaß und Freude haben kann, wenn man ihn als Partner sieht. Und wir verabschieden die Angst. Und oben drüber haben wir mehr. Also wir liegen im Haus der Skepsis. Das heißt, wir fangen an, umzudenken. Wir haben hier konträre Sachen. Hier haben wir Spaß und Freude und hier haben wir die Angst. Das heißt also, wir fangen an zu unterscheiden. Natürlich kann ich Spaß und Freude haben mit meinem Körper, mit fremden Menschen, mit meinem Partner. Ich kann aber auch Angst mit meinem Körper, mit fremden Menschen oder meinem Partner haben. Beides ist möglich. Aber in beiden Fällen ist etwas Gutes und etwas Schlechtes drin. Angst zum Beispiel macht vorsichtig, lässt einem nachdenken. Wenn man nicht zu sehr drin steckt, lässt er ihn auch Details sehen. Also wenn du ein Tunnelblick bist, dann geht immer gar nichts. Aber gehen wir mal davon aus, dass die Angst jetzt nicht übermächtig ist. Wenn ich Feuer und Spaß habe,
sehe ich das Positive an den Menschen, sehe die Freude, merke auch viel, viel mehr die Energie. Auch beim Partner ist es so, Freude und Spaß mit dem Partner, auf welcher Art auch immer, heilt unwahrscheinlich, verzeiht unwahrscheinlich viel. Und auch mit dem Körper ist es so. Wenn ich nur Angst um den Körper habe, dann wird der klein, dann wird er starr, unbeweglich und so weiter, weil die Angst eben lähmt. Wenn ich aber Spaß damit habe, ist egal, wie gut oder schlecht es ihm geht, da den Spaß habe, wo er auch Spaß haben kann, macht er sich weit, macht er sich auf. Und das ist hier immer mehr und mehr mit einer Leidenschaft. Und wir werden hier auch geführt. Im Weltlichen würde ich sagen, hier kommen auch Ratgeber zu Wort, die sagen, du siehst das mal anders, vielleicht auch Ärzte, vielleicht Chiropraktiker, rein um den Körper. Es können aber auch Freunde sein, die dir Fremde vorstellen und sagen, okay, du lern den mal kennen, das ist ganz interessant. Es kommen Freunde, die einem Partner Ratschläge geben, probier es mal so oder dir Ratschläge geben, sieh es mal so und so weiter und so weiter. Wir verabschieden hier die auf jeden Fall die Angst, auf jeden Fall das Unbekannte, und das ist ein Geschenk, weil es Bewegung in dein Leben bringt, Bewegung in jeglicher Partnerschaft, und diese leidenschaftliche Angst, und das ist eben der Tunnelblick, wirklich verabschiedet werden kann, und das immer mehr und mehr. Das ist einfach eine Weiterentwicklung, eine Bewegung in deinem Leben, in deinem Denken, dass es nicht nur schwarz, nicht nur weiß gibt, sondern sehr viel grau. Und dass in jeder Situation ich Spaß haben kann, ich kann mir aber auch in jeder Situation Angst machen. Und das meine ich wirklich so, in jeder Situation kann ich das machen. Habe ich jetzt hier einen wunderschönen Tag mit meinem Partner, ist egal wie, kann ich den ganzen Tag mit Angst verbringen, dass dieser Tag so schnell vorbeigeht und es bald wieder vorbei ist und. Ich kann ihn aber auch mit Spaß und Freude verbringen und den Tag genießen. Ich kann beides, ich kann immer beides. Und da kann man wirklich mehr und mehr hineinsehen, und hier ist ja wieder speziell der Körper, und der es wird eben für uns alle sehr wichtig werden, weil wir wissen alle, jetzt wir sind ja weltlich, dass Arztbesuche eher mehr wie weniger werden und so weiter, auch schon für junge Menschen und so weiter, der Grund ist jetzt mal vollkommen wurscht, aber auch hier kommt eine große Entwicklung hinein, und dass man viel mehr auch selbst machen kann. So, Weltliche zu Ende. Wir kommen ins Energetische, und da mag ich erstmal reinschauen. Ich brauche die Energie vom 20. Oktober 2024, bitte. Ich sehe hier einen Heißluftballon. Okay. Also wir steigen auf. Heißluftballon, also ist Wärme. Wärme steigt immer auf. Hoch in den Himmel und sehen von oben nach unten. Das heißt also hier, das war schon richtig, wir sehen aus einer neuen Perspektive. Und da wird uns durch die Luft, durch das Wissen geholfen. Also die Luft ist auch Wissen, was dir zugetragen wird, was dir Rückenwind gibt und so weiter. Also Luft ist für mich immer etwas sehr Bewegliches. Und die Luft ist der universelle Helfer in meiner Vorschau hier, der dich dorthin weht, wo du dann von oben runterschauen kannst, wo du dann von oben neue Erkenntnisse hast, über das Leben an sich, über deinen Körper, über deine Verbindlichkeiten, ist egal mit welchen anderen Menschen. Hier geht es immer um andere Menschen oder um dich selber und deinen Körper. Also das ist jetzt weniger Arbeit und so, sondern wirklich dein Leben an sich, wo man eben neu von oben hinsehen kann. Und ich sehe hier von oben auch Flächenbrände. Das heißt, du kannst von oben auch sehen, wo ist denn ein Brand, ein Brandherd, eine Stelle, wo es nicht so passt. Und von oben kann man das eben sehen. Und ich sehe von oben hier auch Sandsäcke, die darunter gelassen werden. Das heißt, ich kann dieses Feuer ersticken. Also ich habe nicht löschen, sondern ich habe ersticken. Ersticken heißt eben diese Luft wegnehmen. Da, wo ich Angst habe, da, wo die Angst brennt praktisch, kann ich Sand drauf werfen und diese Angst ersticken. Begraben ist nicht richtig. Ich brauche mal den richtigen Ausdruck. Was mache ich mit der Angst, wenn ich da Sand drauf schmeiße? Könnt ihr mir da mal ein Bild geben?
Aha. Hier wird die Angst auseinandergefächert durch den Sand, also die sprüht überall weg und dann hat es keine Nahrung mehr. Das heißt, also ich ersticke die Angst, aber in dem Sinn nicht, dass ich sie begrabe, irgendwo aufbewahre, sondern ich fächer die auf. Das heißt, mir wird klar, warum hier ein Flächenbrand ist, woher diese Angst, woher dieses Nicht-Gute in mein Leben kommt. Durch dieses Auffächern bekommt die Angst, das Feuer, keine Nahrung mehr und löscht sich praktisch von alleine. Diese Angst verschwindet, weil ich verstehe, woher sie kommt, weil ich verstehe, wie ich mit umzugehen habe. Also um das geht es hier, um jegliche Angst mit anderen Menschen. Ich sehe hier mein Manschgal. Der steht da ganz alleine und hier steht eine Gruppe von Menschen. Er geht vorbei, kriegt ein Fragezeichen über den Kopf, bleibt stehen, schaut dahin und hat dann den Mut, auch dahin zu gehen. Und die Gruppe fächert sich auf und empfängt. Also hier wird etwas weit. Mehr ist weit. Also hier wird etwas weit in unserem Denken, in unserem Tun, in unserer Klarheit, dass Bewegung in unser Leben bringt. Und damit ganz viel Positives auslöst und auch Bewegung auslöst. Und das Ganze ist ein Geschenk, weil die Angst, wie schon beschrieben, sich wirklich dann verflüchtigt. So, und wenn ich jetzt da ganz, ganz spirituell hineingehe, für die spirituellen Tour und Macher, was ist da zu sagen? Ja, ich sehe wieder irgendwas Dunkles. Ich weiß nicht, was das ist. Also, ich bin immer noch nicht weiter in der spirituellen Welt. Ich sehe jetzt hier irgendetwas, also einen dunklen Schemen, der hier irgendwo immer drauf klopft, der von unten irgendwo rauf will, was ungute Gefühle macht. Also ich sehe immer noch nichts, was da sein soll. Ich merke bloß, es drückt in der absoluten spirituellen Welt irgendwas hinauf, was vielleicht nicht so gut ist. Das ist mehr so ungut. Und du siehst bloß, wie sich die Lade, also das ist so Holzboden, wie sich der immer aufwölbt. Okay, was für ein Rat kann ich denen geben? Okay, also ich sehe hier von oben gesehen auf den Holzboden und dann machen wir in den Holzboden lauter kleine Löcher rein. Das heißt, kommen lauter kleine Löcher rein. Da wo Holzboden ist, aber immer noch so stabil, dass das nicht raus kann, du kannst aber hineinsehen. Und damit ist das wie mit dem Feuer. Ah, okay. Also, wenn du sehr spirituell arbeitest und da wirklich das Gefühl hast von Dunkelheit, vom Drückenden, von irgendetwas, was dir nicht behagt, ist egal, um was es geht, hast du jetzt die Möglichkeit, durch Hilfe so kleine Löcher, so kleine Gucklöcher zu machen, um da hineinzusehen. Und das ist wie mit dem Feuer dann, durch dieses Hineinsehen, durch dieses Anschauen, ohne dass dieses Dunkle hinaus kann, kriegst du Kenntnis und kannst das aufdröseln. Fragt mich nicht, meine lieben Leute, also die hier spirituell wirklich irgend sowas haben. Ich habe das eben nicht, habe ich schon mal erzählt. Ich weiß immer noch nicht, was das ist, aber das ist wie hier im ganz spirituellen Sein, wie eben im Leben, im energetischen. Da ist es eben der Sand, der das auffächert und dann durch auslöschen lässt. So kannst du Löcher reinmachen, da kommt dann die Licht hinein in das Dunkle und das verflüchtigt sich dann auch, ohne dass du dich selber in Gefahr bringst oder irgendwie damit überhaupt in Kontakt kommst. Du kannst hineinschauen. Okay, ich lasse das mal so stehen. Weil ich da immer noch nicht weiter bin. Und wie gesagt, ich schaue auch ganz spirituell nur hinein, wenn wir hier das machen, weil das ja nicht meine Welt ist. Und irgendwann wird es uns erklärt. Und nicht vergessen, wir liegen im Haus des Zweifels. Dieser Zweifel löst das Ganze aus. Wir zweifeln dran, dass wir das bis jetzt richtig gesehen haben und so weiter. Und diese Zweifel löst das aus, dass wir das anfangen zu erkennen. Gut, meine Lieben, dann machen wir jetzt die Wochenenergien und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig.
Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst. Auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann bloß sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.